40. Spieltag in der deutschen Eishockeyliga. Back-to-back-Spiel zwischen Krefeld und Ingolstadt. Vor 5 Tagen stand man sich in Ingolstadt gegenüber. Jetzt Krefeld zu Hause gegen die Panther. Die Situation weiterhin ungewiss in Krefeld. Gibt es eine Zukunft oder nicht? Die Pinguine in Überzahl, in doppelter Überzahl sogar. Bruckieser mit dem Hammer. Und Timo Pielmeier geschlagen. Hier zieht Bruckieser durch. Und dann ist tatsächlich Vinny Saponeri noch mit der Schlägerspitze dran an diesem Schuss. Hier steht er. Da hält er die Kelle hin. Keine Chance für Pielmeier. Das 1:0 in der 9. Spielminute. Das war erst das 9. Gegentor in Unterzahl auswärts für Ingolstadt, die ein starkes erstes Drittel spielen. Riesenmöglichkeit hier für Olver. Aber der bringt den Puck nicht hinter den Schläger. 7,5 Minuten noch zu absolvieren im ersten Durchgang. Die Paradereihe der Krefelder mit Pieta, mit Costello und die Chance dann für Bruckieser, der mit nach vorne gelaufen ist. Knapp übers Tor. Insgesamt aber dieses erste Drittel, es gehört dem ERC Ingolstadt. Die nächste Chance, Elsner mit diesem Schuss. Und der landet, wie die Zeitlupe zeigt, an der Latte. Es bleibt aber beim 1:0 nach 20 Minuten für Krefeld. Rein ins zweite Drittel. Auch da Ingolstadt wieder die tonangebende Mannschaft mit den besseren Möglichkeiten. Zum Beispiel diese hier. Chance für Simpson. Aber nur knapp am Tor vorbei. Jussi Rinnes im Tor der Krefeld-Pinguine richtig gut aufgelegt. Auch hier hat er aber Glück, dass dieser Schuss von Schütz nur knapp am Tor vorbeispringt. Das zweite Drittel noch nicht beendet. Krefeld mit diesem Angriff. Saponeri, der geht rein in den Gegner mit der Drehung. Pass auf Costello. Dann der lange Rückhandpass auf die lange Seite am Tor. Da steht Daniel Pieta. Was für ein Spielzug der Paradereihe der Krefeld-Pinguine. Pieta sagt Danke. Und es heißt 2:0 in der 39. Spielminute. Bis dahin in 40 Minuten Ingolstadt mit deutlich mehr Torschüssen. Dreimal so vielen. 36 gegenüber 12 gegenüber den Krefeld-Pinguinen. Aber die sind im dritten Drittel dann die spielbestimmende Mannschaft. Unter anderem gibt es diese Chance hier von Laurin Braun. Sein Rückhandschuss landet an der Latte. Und die nächste Möglichkeit dann für Ingolstadt. Scheibe kommt zurück und die Möglichkeit ist da für Elsner. Aber was für eine Parade wieder von Rinnes. Mit dem Stockende holt er diesen Schuss raus. Knapp 5 Minuten noch zu spielen. Nächster Angriff der Pinguine. Costello, der Topscorer der deutschen Eishockeyliga. Alles super gemacht, alles richtig gemacht. Pielmeier aussteigen lassen und mit der Rückhand dann aber nur den Innenpfosten getroffen. Mittlerweile Torhüter draußen bei Ingolstadt. Es steht 2:0 für Krefeld und die spielen nach vorne. Die haben die nächste Chance. Dieser Schuss, der zunächst abgeblockt wird, landet aber genau auf der Kelle vom Topscorer von Chad Costello. Hier gut zu sehen und er hat keine Mühe, das 3:0 zu erzielen in der 59. Spielminute. Ingolstadt probiert trotzdem alles. Die letzte Spielminute läuft. Und die Chance ist da. Und es heißt 1:3. Brett Olsen verwertet den Rebound. Jussi Rinnes wird der Shutout hier vereitelt. Das erste Tor nach vielen, vielen Möglichkeiten mit dem 45. Schuss aufs Krefelder Tor trifft Ingolstadt zum ersten Mal. Und es bleibt das einzige Mal. Denn den Schlusspunkt setzen die Krefeld-Pinguine in dieser Partie. Ein Empty-Net-Tor zum Schluss von Vinny Saponeri. Lagasse mit der Vorbereitung. Saponeri hat keine Probleme, den Schlusspunkt zu setzen. You could tell we really wanted it. Every line came out playing hard. We got a really big effort from our goalie and our defense. We're good at clearing rebounds and second pucks around the net. And UC was making the first save all night. So it was a great team effort. Wir haben auch nach dem zweiten Drittel eigentlich gesagt, so das Einzige, was nicht für uns gelaufen ist, ist waren die Tore einfach. Und ich denke, dass wir einigermaßen gut gespielt haben und auch besser wie letzte Woche gegen Krefeld. Aber
Ja, die wissen auch, was sie machen. Zwei Drittel lang bestimmt der ERC Ingolstadt die Partie in Krefeld, schießt aber dabei kein Tor und geht am Ende mit 1:4 als Verlierer vom Eis. Alle Spiele der Deutschen Eishockeyliga und vieles mehr live bei Magenta Sport.